Guten Morgen, liebe Scuderia-Fans, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich werde heute den Slug Guard mal montieren an meiner Vespa GTS. Das ist ein Schutz für das vordere Beinschild, also für den unteren Bereich, da wo ja viel vom Vorderrad gegengeschleudert wird. Und das Ganze wird am vorderen Fender befestigt, sieht sogar noch ganz schick aus. Und ich zeige euch heute mal, wie das Ganze montiert wird. Viel Spaß dabei! So, das hier ist jetzt der Slug Guard. Der wird hier hinten am Fender montiert und bietet dann einen sehr, sehr guten Schutz für diesen unteren Bereich hier vom Beinschild, der ja doch immer sehr empfindlich ist für Steinschlag etc. Und damit der ein bisschen weniger abbekommt, wird dann hier dieser Schutz montiert. Ich habe den jetzt schon in weiß lackiert, wie man sieht, damit er auch zur Rollerfarbe passt. Hier oben ist ein Klebestreifen angebracht, der ist jetzt schon ein bisschen überlackiert, wie man sieht. Damit wird das Ganze dann erstmal rangeklebt als Arretierungshilfe und später dann mit den mitgelieferten Schrauben hier befestigt, angeschraubt. Ein Bohrer ist auch mit bei, wie man sieht, damit man die Löcher vorbohren kann. Und dann später wird es mit diesen kleinen Schrauben dort in den Kotflügel reingeschraubt. Das Ganze wird von Scooter Lab hergestellt in England. Ich packe euch gerne den Link nochmal unten in die Beschreibung mit rein. So, bevor wir jetzt mit der Montage des Slug Guards beginnen, solltet ihr auf jeden Fall diesen inneren Bereich hier des Fenders gut reinigen. Denn da gibt es immer eine ganze Menge an Dreck, was sich da ablagert. Ich nehme jetzt hier einfach Silikonentferner, um da wirklich jeden Dreck auch noch rauszuholen hier aus diesem Bereich. Dann wirklich mehrmals rüberwischen. Man sieht schon, da kommt wirklich richtig was runter. Weil wir haben ja diesen Klebestreifen und der uns ja bei der Arretierung hilft und nachher noch eine zusätzliche Befestigung ist, der haftet natürlich nicht so gut, wenn hier überall Dreck drauf ist. Aber mit Silikonentferner kriegt man da sehr gut den Bereich sauber und auch fettfrei. Jetzt gehe ich nochmal mit einem Tuch rüber. So, das sieht gut aus, sollte reichen. So, eine etwas schwierige Sache ist, das Ganze nachher anständig auszurichten. Das muss man wirklich gut machen, damit das auch gleichmäßig aussieht auf beiden Seiten. Das ist immer ein bisschen schwierig, gerade wenn man es alleine macht. Man fängt am besten auf einer Seite an. Guckt dann drüben auf der anderen Seite, wie das Ganze denn dort aussieht. Und versucht das möglichst sauber zu befestigen. So, wenn man es jetzt nicht zu fest andrückt, kann man erstmal diesen Klebestreifen hier entfernen. Beziehungsweise die Folie entfernen. So, dann setze ich es erstmal vorsichtig an der einen Seite an. So. Und schauen dann gleich mal, wie das auf der anderen Seite anliegt. So, hier sieht es sehr gut aus auf der Seite. Immer auf die Kanten achten. So, wenn wir das Ganze jetzt ausgerichtet haben, fangen wir erstmal mit der einen Seite an. Dazu bohren wir hier ein Loch durch beides durch, Kotflügel, den Fender und auch den Slug Guard. Dabei schön vorsichtig sein. So,
So, die erste Schraube sitzt jetzt schon mal dran. Bevor ich jetzt die zweite dran mache, mache ich gleich die Schraube auf der anderen Seite. So, dasselbe jetzt auf der anderen Seite. Hier wieder vorsichtig ein Loch bohren. Durchfender. So, jetzt haben wir die ersten Schrauben schon mal drin. Die zweite kommt dann hier neben. Wir können jetzt auch hinten noch mal so ein bisschen nacharretieren und randrücken, damit das auch wirklich gut sitzt. So, die zweite Schraube kommt jetzt hier hinten im hinteren Bereich ran. Auch da bitte wieder vorsichtig bohren und so randrücken, dass hier hinten das Ganze auch schön abschließt. Beim Bohren immer aufpassen, nicht in den Reifen bohren. Das wäre ungünstig. So, jetzt haben wir hinten den Platz für die zweite Schraube. So, jetzt kommt die zweite Schraube an der anderen Seite. Die Ausrichtung hier hinten ist gut. Das passt. Jetzt gucken wir, dass wir nachher beim Schrauben auch noch gut rankommen. So, ein bisschen tiefer und da kommt sie rein. Die Schrauben kann man natürlich später, das werde ich wahrscheinlich auch machen, vielleicht sogar weiß machen, dann fallen die noch weniger auf. Da beim Reinschrauben hinten ein bisschen gegendrücken, vorsichtig anziehen, zack. Und das Ganze hält jetzt wirklich bombenfest. Hier ist noch ein bisschen Grat vom Bohren. So, jetzt kontrolliere ich die Schrauben nochmal auf ihr Anzugsmoment per Hand. So, jetzt sehen wir das Ganze nochmal, wie es angebaut aussieht. Ich finde das sehr, sehr schick, gerade weil jetzt auch die Form des Fenders sehr, sehr schön verlängert wird. Kriegt eine sehr, sehr schöne Linie jetzt das Ganze. Und der Hauptgrund ist natürlich, dass, das sieht man jetzt, wenn man das ein bisschen nach unten dreht, dass der untere Bereich hier, da wo das Beinschild immer doch sehr viel abbekommen vom Vorderrad, dass das jetzt viel besser geschützt ist, weil der Fender einfach weiter runter geht. Und Steinschlag etc., alles was das Vorderrad so aufwirbelt, wunderbar abfängt. So, das war's dann für heute mit dem etwas kürzeren Video zum Anbau des Slugguards vorne am Fender der Vespa GTS. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Bitte nicht vergessen, Kanal abonnieren und die Glocke anklicken, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ein neues Video online ist. Ansonsten fahrt vorsichtig. Wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Ciao.